Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Puschel. Fachausdruck Puschel. Ich habe mir ein Mikro gekauft, weil ich mit dem Ton hier nicht mehr so ganz klar gekommen bin. Das ist irgendwie ein bisschen scheiße. Mikro. Aufsatz. Puschel. So, Schluss mit Labern. Hallo, willkommen bei Leonthal. Schluss mit Labern. Letzte Folge war viel Gelabere, war aber sehr interessant. Reaktion und so. Ziemlich geil. Hat mich gefreut, war auch spannend. Heute jedenfalls wird gebaut. Ja, jetzt ist Schluss mit Labern. Jetzt wird gebaut. Und zwar, was? Ne? Bahnsteige. Viel Spaß.
Da haben wir die schicken Bahnsteige. Und eine Brücke. Ja, hallo, wo kommt die denn her? Und eine Donnerbüchse. Ja, die kennen wir. So. Die Bahnsteige sehen prima aus, finde ich. Man kann jetzt, wenn man das Ganze so fertig gemacht hat, kann man natürlich noch rumspielen. Man kann da noch ein bisschen feineren Split auftragen und natürlich altern. Überhaupt keine Frage. Noch ein bisschen abschleifen und so die Feinarbeiten. Aber ich finde, das sieht schon mal ziemlich cool aus. So, die Donnerbüchse, jetzt rumpel ich schon am Stativ rum. Die Donnerbüchse fahre ich mal weg. Die Brücke habe ich erstens hier hinten verlängert. Dadurch ist jetzt hier genug Platz, um ein- und auszusteigen. Zweitens habe ich sie hier sozusagen geschrägt, damit sie dann hier so schräg etwas eleganter auf den anderen Bahnsteig runterkommt. Drittens habe ich die Mittelpfeiler jeweils rausgemacht, weil mir das Ganze zu bombastisch war. Jetzt ist sie einfach ein bisschen filigraner und ist auch nicht so dermaßen riesengroß bei der ganzen Geschichte. Gefällt mir ziemlich gut. Ich denke mal, dunkles Grau, das wäre vielleicht am besten. Muss ich mir noch überlegen. Grün ist toll, grün ist schön, aber grün ist irgendwie so, ist dann, hast du dann so ein riesen grünes Teil da rumstehen. Naja, mal schauen. So, hier hinten, der Bahnsteig ist auch noch etwas breiter geworden. Ich kann mal drehen. Kann ich mal drehen? Ich versuche mal zu drehen. So, Sekunde. Ich versuche mal zu drehen. Nein, das will nicht. Ich will nicht drehen. Jetzt drehen. Drehen. So, drehen. Damit habe ich hier sehr viel Platz mir geschaffen. Man hätte natürlich den Bahnsteig auch hier etwas schmaler machen können, aber ich wollte das. Denn in dieser Ecke dort ist ja ganz klar, was dahin muss, nämlich ein WC-Häuschen. Gibt es zum Beispiel von Joswood ein sehr schönes. Gibt aber auch noch von wem noch? Weiß ich nicht, egal. Ich glaube, ich nehme sowieso das von Joswood. Das heißt, hier kommt ein Bahnhofs-WC hin. Hier ist dann noch schön viel Platz für Bänke und so ein Kram. Da hinten bei der Gaststätte, habe ich mir überlegt, könnte man doch einen Außenbereich machen oder zum draußen sitzen und ein Bierchen trinken. Draußen sitzen und ein Bierchen trinken ist doch eine geile Sache. Schauen wir mal. Also, jedenfalls, das ist die Brücke und die Bahnsteige. Gefällt mir alles ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, also ich bin zufrieden. Man kann alles immer besser machen, aber ich bin eigentlich wirklich ganz zufrieden. Außerdem im Programm heute neues Rollmaterial. Ich roll das mal ins Bild. Da ist es. Roll. Ein Klappdeckelwagen. Von Schnelli. Schnellenkamp. Auch bekannt als Schnelli. Warum habe ich den gekauft? Der ist ja wohl ganz klar. Hier, hallo, Wuppertal. Ist das geil oder was? Wuppertal. Wuppertal ist hier gleich um die Ecke. Ja, musste ich haben. Ne? Klappdeckelwagen? Naja, also weiß ich noch nicht so ganz genau. Es kommt drauf an, was ich hier sonst noch so einbaue. Aber der Wagen ist schön. Und Schnelli hat ihn für günstiges Geld rausgeschmissen. Also habe ich mir einen gegriffen. Ja, Wuppertal. Ne? Muss sein. So, da ist er nochmal. Der Wagen von Schnelli. Also, er ist ja wohl ein Kracher. Ne? Leider kann man die Deckel oben nicht aufmachen. Ich glaube, KM1 bringt demnächst diese Wagen auch raus. Die sind dann in Vollmessing und kosten das Dreifache oder irgendwie sowas. Da kann man dann die Deckel aufmachen. Aber, schöner Wagen. Ich finde ihn geil. So. Jetzt fange ich schon wieder an zu labern, das will ich eigentlich gar nicht, sondern, was wollte ich sagen, das war's, genau, das wollte ich sagen, das war's, vielen Dank, hoffentlich bis zum nächsten Mal, was passiert beim nächsten Mal, dürfte klar sein, ja, diverse Sachen gekauft, ne? Nämlich Schotterhilfen, es wird geschottert, außerdem bin ich gerade jetzt so dabei, jetzt gerade, die Kanäle, die Leitungskanäle für die Weichen zu bauen, damit man danach schottern kann. Ich freue mich unheimlich aufs Schottern. Ich finde Schottern eigentlich wirklich total geil, weil das ist dann nochmal so ein richtiger Meilenstein. Und dann sieht es richtig aus, schon so ein bisschen wie Eisenbahn. Ich finde es geil. Dauert aber lange. Deswegen, also es wird ein bisschen dauern, bis ich das alles hier fertig geschottert habe. Man muss da schon einigermaßen genau arbeiten. Aber das ist okay. Das gehört dazu. So, jetzt aber.
Vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.